Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich sage es mal als Erstes, das ist ja möglicherweise Danielas letzter Termin hier. Das erfüllt uns alle mit Trauer. Sie kandidiert in Dortmund als Oberbürgermeisterkandidatin. Und am 25. Mai ist die Wahl. Wir sind da ganz optimistisch. Wenn es anders ausgehen sollte, arbeiten wir hier konsequent weiter. Aber das nur als erste Anmerkung. Ich würde auch gerne, Daniela hat das vergessen, wir haben viele, viele Kolleginnen, fast ein Drittel der Fraktion ist heute hier beteiligt. Also viele Abgeordnete, die Sie gleich noch erleben werden, in den einzelnen Themenfacetten, Rolf Boy und Arndt Glocke bei der mobilen Stadt, Merdad Mossofizade im Thema nachhaltige Stadt, Daniela selber macht das Forum 3, dann ist es Matti Bolte bei digitaler Stadt, ein Thema, was ja auch immer stärker kommt, zu dem wir noch viel arbeiten wollen, Manuela Grochowiak-Schmieding bei der sozialen Stadt, Andrea Asch und Jutta Felte bei kinderfreundlicher Stadt, Martin Sebastian Abel im Forum 7 in der Partizipation. Und ich habe einige andere Kolleginnen und Kollegen gesehen. Und alle, die Sie jetzt nicht hier sehen, sind im gleichzeitig tagenden Kommunalausschuss. Also ich habe noch, glaube in den letzten Jahren keine Veranstaltung hier erlebt, wo so viele von unseren 29 Abgeordneten, wir haben ja im Moment die größte Fraktion, die wir hier jedem Landtag hatten, beteiligt waren. Das spiegelt aber auch nur die Bedeutung des Themas insgesamt wider. Die Aufgabenstellung ist allerdings jetzt nicht drei Impulsvorträge, sondern gleich zweimal 30 Minuten für Simone Peter und Herrn Burkhard Drescher. Und die restlichen Zeit bis zum Mittagessen um 12.30 Uhr, genau eine Minute habe ich für den Impulsvortrag. So ist es vorgesehen. Das strapazieren wir jetzt aber ein ganz bisschen über, aber nicht allzu lange. Ich will auch noch mal sagen, dass ich mich sehr freue, dass Simone da ist. Wir sehen uns ja jetzt oft, aber ich freue mich auch über Herrn Drescher. Und dann muss ich gleich mit dem Geständnis anfangen. Ich bin ja das Koalitionsfossil bei uns in der Fraktion, der alle vier Koalitionen mit der SPD verhandelt hat. Angefangen bei Johannes Rau, Clement, Steinbrück, zweimal mit Hannelore Kraft. Und als ich das erste Mal vom Bottrop Innovation City gehört habe und von dem, was Sie da machen, da kamen alle meine alten Vorurteile hoch, die jetzt in der laufenden Koalitionsarbeit nicht bestätigt werden. Und dann bin ich zweimal bei Ihnen gewesen, zuletzt mit Daniela. Und ich muss sagen, es ist wirklich faszinierend und beeindruckend. Und jetzt halte ich Ihnen möglicherweise Arbeit auf. Aber ich kann allen, die Zeit haben, im Ruhrgebiet mal zu gucken, was man machen kann, wenn man engagiert rangeht, nur empfehlen, sich bemühen, bei Herrn Drescher in Bottrop das mal anzusehen, gezeigt zu bekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen. Insofern auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute hierher gefunden haben. Ich will ganz klar sagen, ich bin seit 1984 Mitglied der Grünen, eingetreten zur Kommunalwahl 84, 30 Jahre. Und die Grünen sind in Nordrhein-Westfalen mit fast 13.000 Mitgliedern in den Kommunalen, wir haben über 300 Gebietskörperschaften in den Kommunen, das ist unsere Basis. Das ist unsere Basis und man darf das ja gar nicht sagen, noch wichtiger als Landtagswahl oder Bundestagswahl ist, was bei der Kommunalwahl an Stärke in den Rathäusern drin für uns entsteht. Und die Arbeit in den Kommunen, das riesige Themenspektrum, gerade in den Städten und das sich verändernde Themenspektrum, wenn ich mir die 30 Jahre angucke, ist eine unglaublich faszinierende Herausforderung, aber auch ein ganz, ganz starkes Stück an Arbeit, was da geleistet wird. Und wenn nachher ein Forum kommt zu digitaler Stadt, zu dem, was sich geändert hat mit den Kommunikationstechniken, das, was wir alle lernen, wo wir auch wieder treiben, was bei uns in der Fraktion der Matti Bolte macht, dann ist das eines von vielen Themen. Wir haben auf Landesebene, haben wir, glaube ich, mit Übernahme der Minderheitsregierung gezeigt, dass wir Kommunalpolitik an der Stelle doch deutlich stärker unterstützen, als das die 5 Jahre vorher war. Das ist uns nicht leicht gefallen in der Haushaltssituation, aber es gab in der Fraktion einen ganz, ganz starken Rückhalt dafür. Und wir haben in einer Reihe von ganz konkreten Punkten, nicht nur, dass wir die alten Verfassungsgerichtsurteile, die gegen Herrn Rüttgers ergangen sind, dann alle bezahlen müssen, sondern wir haben auch an den Punkten, wo wir selber tätig werden konnten, bei Grunderwerbsteuer und anderen Sachen, mehr gemacht, als wir gemusst hätten, einfach aus Anerkennung der schwierigen Situation der Kommunen. Da ist jetzt ja in Berlin auch eine intensive Diskussion, aber ich gehe davon aus, dass Simone Peter da gleich noch kurz drauf eingeht. Ich will das gar nicht weitermachen. Ich würde gerne kurz noch beschreiben, das, was ich faszinierend finde am Thema, was Daniela und die Kolleginnen und Kollegen gut vorbereitet haben. Ich finde die Frage Stadtentwicklung, Stadtpolitik
ist ein Thema, was auf Landesebene bisher zu wenig gesehen wurde, was in den Kommunen ja ein ganz entscheidendes Thema ist. Und eigentlich gelten Stadtentwickler, Raumplaner und andere ja immer so ein bisschen als Exoten. Sie sind aber in der Kommune der entscheidende Themenbereich. Und dass wir jetzt anfangen, und da will ich auch sagen, begrüße ich die Zusammenarbeit, die zwischen Minister Groschek und Daniela und dann auch punktuell Barbara, die ja zuständig ist für bestimmte Bereiche, Barbara Steffens, unsere Gesundheitsministerin, dass wir Stadtentwicklungspolitik auch unter dem Quartiersgedanken anders sehen, offensiv anders sehen, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, dass das anders angefasst wird, dass man bei Stadtentwicklung auch die Frage im demografischen Wandel, wenn ich Quartiere altengerecht mache, dass ich auch die Frage der energetischen Sanierung der Quartiere anfasse und dass ich an der Stelle auch den Gedanken, das wird Herr Drescher ja wahrscheinlich gleich auch im Detail noch viel besser erklären, dass ich auch den Gedanken, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass wir 1000 MW Kraftwerksblöcke draußen auf der Wiese bauen, 60% der Energie verschwenden und dann alle Energie in die Kommunen reintransportieren, sondern dass ich sehr viel mehr in den Kommunen machen kann. Wie viel man machen kann, werden wir vielleicht gleich im Detail noch hören, aber dass es anders geht, das ist ein Teil des Wechsels, an dem wir alle zusammenarbeiten. Und dann sind die Städte natürlich nicht nur Energie und Technik und Soziales, sie sind auch in ganz hohem Maß prägend mit dem, was sie an kulturellem Angebot haben, was auch das soziale Klima in der Stadt ausmacht. Auch da wird intensiv darüber diskutiert werden. Also ich finde insgesamt, es ist ein sehr schönes, ein großes Spektrum für die Tagung heute. Es ist sehr vorrangig vorbereitet und organisiert. Ich will das auch mit dem Grußwort nicht lange aufhalten. Ich will nur sagen, wir freuen uns darüber, dass so viele gekommen sind, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion das machen. Ich wünsche allen gute Erkenntnisse heute hier in den Debatten und allen dann am 25. Mai auch den Erfolg, an dem Sie hart arbeiten. Oder aber, ich habe es eben vom Bürgermeister aus Techte gehört, auch in ein, zwei Jahren, wenn er dann dran ist, da einen sehr erfolgreichen Wahlkampf. Herzlichen Dank fürs Kommen und gutes Gelingen der Veranstaltung.